So, auf geht's zum Dreideckerzug. Der Baron entschädigt, Vergnügungsfahrzug fährt nur für Kinder. Ups, bin ich in einem schwarzen Zug. Bam. Alles überrennt mich. Wieder mal. Und ich befinde mich, glaube ich, da unten rechts. Das sieht interessant aus. Kerze im Kopf, auch schön. Gasrohr aus einem. Das muss ich wahrscheinlich auf drei verschiedene Arten oder fünf verschiedene Arten ausmachen. Aber erstmal. Mein Gott, ist das ein langer Zug. Kinderarbeit mit Stiften. Ja. Ist richtig. Na gut, dass die Kamera da noch durchkam. So, das sieht ja nach einem Kinderparadies aus. Ist es aber wahrscheinlich gar nicht. So, ich laufe über Kekse hier rein. Psst, ich verstecke mich. Ja, sieht man. Psst, ich verstecke mich. Ich verstecke mich auch jetzt. Zahnbürsten. Einmaliger Blick. Nichts leuchtet blau. Ich komme hier nicht durch, okay. Ah, ich muss also in der Seite rum. Ich verstecke mich. Du darfst dich jetzt hier verstecken, ich gehe hier weiter. Wozu auch immer ich jetzt gerade diese Intuition gemacht habe, denn ich weiß ja, ich kann ja nicht anders als geradeaus laufen. Ah, das ist der kleine Knirps von Zeppelin. Kinderarbeit mit Stiften. Vielen Dank, Charlie, schau uns an. Du hast den Baron wütend gemacht und wir müssen dafür bezahlen. Ja, deswegen mache ich ihn jetzt auch fertig. Dafür werde ich dich kriegen, du Wicht. Mann. Warum hast du ihn nicht ab, bevor du alles noch schlimmer machst? Oh. Kann ich doch nichts dafür, dass der Baron piesig ist. Toll gemacht, du Zwerg. Der darf ja auch mal schlafen, ne? Eine Futterspender. Jip, jip. Wachhundkeks. Ich bin bereits, wo ich sein sollte. Fertig öffnen. Unglückliche Wiedervereinigung.
Charlie, ich kann kaum glauben, dass du es geschafft hast, in den Zug zu gelangen. Das ist gar kein Problem, Bruder. Richtig, du bist im Bett, Bruder, aber wir müssen die Familie retten und den Zug aufhalten. Die Familie ist im Zug, aber ich habe sie doch alle nach Hause geschickt. Die Schergen des Barons haben alle von zu Hause mitgenommen, sogar Mama. Diese fiesen Schurken, wohin haben sie die Familie gebracht? Sie sind in diesem Zug hier und werden von 4 der 12. Mächte des Barons festgehalten. Und was noch schlimmer ist, dieser Zug ist auf dem Weg zur Küstenplattform des Barons. Ich werde die Familie finden, Arsch. Kannst du den Zug anhalten? Ich gehe mal zum Maschinenraum und schaue, was ich tun kann. Wenn der Zug die Plattform erreicht, sind wir dem Baron ausgeliefert. Befreie die Familie aus der Gefangenschaft und finde eine Möglichkeit, den Zug anzuhalten. Ich hätte jetzt erstmal Lust. Ach du schon wieder. Zurückzugehen, mal gucken, ob ich die anderen auch befreien kann oder ob ich die nicht befreien soll. Bitte lass uns hier raus, ich versuch's doch. Hier gibt es für mich nichts auszuschließen. Ich kann hier nichts ausschließen. Er ist sauer, aber das wird ihn ja. Ja, okay. Dann nicht. Geil. So. Ich nehme mal die Pfefferdame mit. Gewürzmädchen. Warte, der kurze. Kann nur weinen. Gewürzmädchen. Zu Hilfe noch jemand, ich gehöre nicht hierher. Abstand halten. Besiege sicher den Gerissenen. Alles mit Pflaster festgeklebt. Anatomie einer Figur. Ja. Ah, das Pfeffermädchen ist noch drin. Schnell, Kind, benutze deinen Ventilator und lass das Wasser einfrieren. Wir haben es geschafft. Unsere Kombination ist vortrefflich. Oder auch nicht. Kombinierte Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten können kombiniert werden, um noch mehr Wirkung zu bringen? Stecke zuerst 2 Figuren ineinander und benutze die Fähigkeit der größeren Figur. Hol die kleine Figur dann raus und benutze da schnell ihre Fähigkeit. Aha. Yeah.
Infektiöses Niesen, okay. Versuchen wir es erstmal damit. Wenn er denn da durchkommt. Ha, du bist zu groß, um hier reinzukommen und mich mit deinem Keim zu infizieren. Hier hängt in der Luft. Ich muss meine Hände waschen. Charlie, du hast den Wächter wirklich ordentlich weggefegt. Danke, kannst du mir Archie helfen, den Zug anzuhalten, während ich den Rest der Familie suche? Sicher, aber sei vorsichtig, dieses Mal hat der Boden richtig auf dich abgesehen. Ja. Dann geht's weiter. Ja. Ich werde einfach mal so machen. Zack, zack. Stecke drei beliebig böse Industrielle hintereinander. So, mit dem Spaß wollte ich mir gönnen. Und Hans Allendorf, schon wieder. Feuerwehrmann Russell, schon wieder. Und mal sehen, ob ich das den auch vereisen kann. Ich glaube, ich spüre einen Schnupfen aufkommen. Feuer und Eis, ja. Ja, ich habe es natürlich eilig, weil es könnte ja jederzeit sein, dass wir ankommen, aber anscheinend ja dann doch nicht so eilig. Ach, Teefleischchen.
Okay, gehen wir mal wieder zu 3. Der Baron wusste, dass du kommst, um alle zu retten. Genieße deinen Ausflug ins Meer. Was? Oder auch nicht ins Meer. Kunstvolle Ausweiche. Komm mit den Wächtern, ohne erwischt zu werden. Hoch zur 3. Da der Baron uns auffragt, ist ja. Was? Hast du hier ein sehr kleines Kind mit schwarzen Haaren gesehen? Hast du mich gerade aus dem Zug geschmissen? Pianisten-Set. Booster. Ist der auch ein Pianist? Aber ich sage, lass mir die nächste Größe. Möchtest du etwas kochen, heiße Suppe? Später. Wir sind jetzt schon spät dran. Lass uns zurück. Okay. Ruf ich brauche Hilfe. Der Schneider ist eingeschlafen, ich krieg die nicht wahr. Oh, komm her. Aber erstmal. Jetzt sollten wir ein paar Pianobar zurückkehren. Da. Komm schon, guter Mann, das Publikum wird so langsam ungemütlich. Zeit für einen zweiten Auftritt. Ja. Es gibt keinen Grund zum Diskutieren. Eine Ahnung löst alles. Ja. Siehst du auch aus. Das Publikum zum Kern? Ja. Zwei Stück fehlen noch. Wahrscheinlich geht's hier noch weiter, aber ich suche jetzt einfach nochmal einen Brückenträger hier und es gibt keinen. Sie ist nicht mehr. Hilfe, ich brauche deine Hilfe, komme ich gleich zu. Erstmal gehe ich jetzt hier runter. Und hoffe, ich finde da noch ein paar Kapuzenträger. Nur Damen drüben durch dieses Tor. Du bist eine Dame, das weiß ich. Bleib so lange du willst. Bist du echt eine Frau? Egal. Darf ich dich hereinbitten, meine Dame? So, ich will die Pianisten zusammenkriegen. Meine Familie wird mich retten, das weiß ich. Ja, werde ich. Meine Rüstung wird schützt mich vor allen Angriffen. Kiste Tiberius, den Schrecklichen. Ja. Hm.
So komme ich hier erstmal nicht weiter. Piano war.